Und damit herzlich willkommen, meine Pokefreunde und Pokenenten, zu Pokémon Silberne Edition! Und bevor wir sofort ins Spiel reinstürmen, werde ich erstmal ein paar Infos zu dem Spiel erzählen, einfach weil ich Bock drauf habe. Geoführt. Sonst könnt ihr einfach vorspulen, wenn es euch nicht juckt. Aber ich werde erstmal mein Ding durchziehen, dann könnt ihr währenddessen diese wunderschöne Titelbildschirmmusik anschauen, anhören und dieses Seemonster, was ihr da seht, anschauen. Wozu ich noch nichts sagen werde, für die, die das Spiel noch nicht kennen. Wie auch immer, dies ist die zweite Pokémon-Generation, könnte man sagen. Also, dazu gezählt halt Gold, Silber und Kristall. Dieses Spiel ist sogar in Farbe. Gold und Silber kann man aber auch ohne Farbe spielen. Aber Kristall, das so gesehen eine Definite Edition ist für die beide. Naja, mehr oder weniger, wie man es halt nehmen will. Ist halt so eine dritte Edition. Ist nur auf Game Boy Color eigentlich. Also, es gibt es nicht ohne Farbe. Und da gibt es auch viele Erinnerungen, aber über Kristall wollen wir hier nicht reden. Denn das ist Pokémon Silber und dann macht es ja keinen Sinn, über ein anderes Spiel zu reden. Naja, wie auch immer. Die Änderung zu diesem Spiel und den Vorgänger, denn das ist nämlich ein Nachfolger von Rot und Blau, also Gen 1. Moment. Das Spiel will ich gerade wieder resetten. So, okay. Bleib einfach da, Spiel. Danke. Die Änderungen sind generell einfach, dass eine neue Region ist. Also wir spielen hier alles in Johto. Und das ist so in der Nähe von Kanto, kann man sagen. Und es gibt 100 neue Pokémon. Also es gab ja früher 151 Pokémon, jetzt gibt es 100 mehr. Kann man ja zusammenrechnen, wie viele das dann insgesamt sind. Das Spiel ist erschienen in Japan am 21. November 1999. Nordamerika hat das dann circa ein Jahr später bekommen, 15. Oktober 2000. Und wir am Säcke haben das fast zwei Jahre später erst bekommen. In Europa ist es nämlich am 6. April 2001 erst rausgekommen. Übrigens, Virtual Console wurde das Spiel auch mal re-released für den 3DS. Virtual Console am 22. September 2017. Ja, ungefähr, kann man sagen, circa 15 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr als 15 Jahre. Das Spiel hat auch eine relativ gute Bewertung, also es ist gut angekommen auf jeden Fall. Und ich kann es verstehen. Ich liebe dieses Spiel. Es ist ein sehr cooles Spiel. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Aber es gibt etwas anderes, was ich gerne noch sagen will. Zu der Empfehlung. Dazu kommen wir aber noch. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht wieder resettet. Doch wird's. Okay. Ja, wenn die Musik abgelaufen ist, ist es halt bei Pokémon-Spielen so, dass das dann zurückgeht. Okay. Verkaufszahlen. Das Spiel hat sich insgesamt in der USA, in der ersten Woche von der USA, wo das Spiel rausgekommen ist, 1,4 Millionen Mal schon verkauft. In Japan insgesamt, glaube ich, ungefähr fast 7 Millionen. Irgendwie so war das. Und in den Vereinigten Staaten 7,6 Millionen. Jetzt im Vergleich bei Blau und Rot waren es ca. 10 Millionen. Also insgesamt hatte Gen 2, also Gold, Silber, Kristall, ja, fast 30 Millionen Verkäufe. Während Gen 1, also Rot, Blau, Gelb, Grün, 46,2 Millionen Mal verkauft wurden. Also das muss euch mal so in den Kopf gehen, würde ich sagen. Silberne Edition und Goldene Edition hatten übrigens beide ein Remake auf dem DS, was meine absoluten Lieblingsspiele sind. Vielleicht versteht ihr dann jetzt, wieso ich die originalen Spiele auch cool finde. Und wir jumpen jetzt in dieses Let's Play. Da ist Lamas vorbei. Let's go. Und ich hoffe, euch gefällt das Layout. So, neue Spieloption. Hier doch erstmal Option. Was gibt's denn da? Texttempo. Ja, natürlich 3, würde ich sagen. Aber ich muss nach rechts drücken, damit es runter geht. Und nach links drücken, damit es hoch geht. Oh, okay. Kampf immer zur Mama an. Kampf den Mama Wechsel. Sound lieber auf Mono. Es gibt zwar auch Stereo, aber ich empfehle auf Mono. Denn Stereo hört sich sehr seltsam an in den alten Gameboy-Spielen. Ja, drucken ist vollkommen egal, denn wir haben keinen Gameboy-Printer. Man konnte nämlich,
manche Szenen in diesem Spiel konnte man, glaube ich, drucken. Bin mir da jetzt aber auch nicht sicher. Vielleicht war das auch nur ein Remake. Ich glaube, es gab mal so einen Kameramann, aber ich bin mir nicht sicher. Also höchstens wäre das Drucken für das Diplomat. Heißt, alle Pokémon fangen, aber wir werden hier nicht alle Pokémon fangen, Leute. Ich sag's jetzt schon mal, das wird kein Catch-Them-All-Let's Play. Wir machen ganz normales Playthrough, könnte man sagen. Also Let's Play halt. Ja. Ohne 100%, also alle Pokémon fangen. Menüstörung, ja, juckt nicht. Okay, wir können den Rahmen ändern. Wir hatten Typ 2, das ist Typ 3, die finde ich sehr cool. Ist einfach das hier aber in gerade. 4, also 2 ist halt ein bisschen mit so Punkten zwischendrin. 4 ist so ein bisschen gezackter, könnte man sagen. 5 hat so Wellen und 6 ist ganz gerade, ohne irgendwelchen Schnickschnack dazu. Und 7, also das ist nur das Schwarze und das ist nur das Weiße. 8 ist wirklich komplett nur schwarz, alles andere ist weg und das war's. Ganz ehrlich, ich glaube, wir bleiben bei 1, weil 1 ist eigentlich so ganz okay. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben bei 1. Warum nicht? Hast du es gespeichert? Gut. Fangen wir an. Pum, 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 pum. Okay, ich lese sie nicht alle vor. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Moment. Wir haben 17.33 Uhr, wo ich es gerade aufnehme. Wir haben... Ja. Ja, Tag würde ich sagen. 17 Uhr ist 5 Uhr. Heißt, wir sagen 5 Uhr. Was? Tag 5 Uhr? Ja, es ist Tag 5 Uhr, nicht Tag 5 um Uhr. Wie viele Minuten? Puh. Ja, es sind 33, aber es wird gleich zu 34 gehen, glaube ich. Aber egal, ich sage einfach trotzdem 33. Wow, 33 Minuten? Ja, krass, oder? Tag 5, 5 Stunden und 33 Minuten. Wow, ich habe verschlafen. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Das ist übrigens ein Meryl. Oder wie andere es früher genannt haben, als es geleakt wurde, könnte man sagen. Okay, nein, nicht geleakt. Ich glaube, die haben es erst gezeigt in diesem Pikachu-Ferienfilm. Dieser Kurzfilm, Pikachus Ferien. Da haben, glaube ich, das erste Mal das Pokémon gezeigt. Und die haben alle Pikachu dazu gesagt. Finde ich lustig. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Oh, das kommt uns ziemlich direkt. Wir können uns Name nennen. Nein, da können wir einen eigenen Namen eingeben. Silber, Thomas, Oscar, Hans? Das sind so die Presets. Wir werden uns aber umbenennen. Und man kann in diesem Spiel nur als männlichen Charakter spielen. Das erste Mal, als man als ein Mädchen spielen konnte, war in Kristall. Man konnte es vorher in allen anderen Pokémon spielen noch gar nicht. Und ich nenne mich immer Full Caps Mike, weil, ja, einfach deshalb. Mike, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Warte, sagt er nicht, ob das Name richtig ist? Na egal. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Oh, okay. Und da sind wir in Neuborgia, unserer Heimatstadt. Boah, aber ich bin so müde, ne? Komm, lass uns mal schlafen gehen. Was, man konnte hier noch gar nicht ins Bett, das ging erst ab Gen 3. Ah. Und das ist unser Zimmer. Wir haben jetzt einen PC. Mike schaltet den PC ein. Was möchtest du tun? Aufnehmen, ablegen, werfen, Briefkasten, Dekoration. Lass mal in den Briefkasten schauen. Wir haben keine Briefe. Haben wir Dekoration? Ach, Dekoration ist für Pokémon Stadium. Wenn man das Spiel nämlich mit Pokémon Stadium verbunden hatte, konnte man, irgendwie, ich weiß nicht mal genau wie, aber irgendwie konnte man Dekoration für sein Zimmer freischalten. Und dann konnte man das auch in 3D sehen, das Zimmer. Das fand ich cool. Hier sind noch keine Items. Okay. Vielleicht ein Trank oder so, habe ich gewartet. Na, egal. Oh, Professor Eichs Pokémon-Talk. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Pokémon-Programm.
Hier ist DJ Margit, Ihr Co-Moderator. Pokémon-Programm. Nice. Gucken wir mal ein bisschen Fernsehen. Dies ist ein Fernsehgerät. Ja, ich weiß. Eine komplette Sammlung von Pokémon-Bilderbüchern. Ach ja, übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich das Spiel in Farbe spiele und nicht in Schwarz und Weiß, wie es eigentlich auch möglich wäre. Ich finde das Spiel Gold und Silber, ich kenne Gold und Silber nur in Farbe und ich möchte es ungern in Schwarz und Weiß spielen. Schwarz und Weiß kann man halt wirklich nur die erste Gen spielen, die man übrigens auch auf dem Game Boy Color eintun kann und dann ist das Spiel auch in Farbe. Nur so. Das ist die Karte. Oh, nicht spoilern, nicht spoilern. Aber ja, komm, ich kann ja mal kurz die anderen Anfangs ein. Das hier, das was ihr alle seht, das hier ist Johto. Und ihr seht ja die ganzen orangenen Punkte, das sind Städte. Das Rote sind besondere Orte. Und hier bin ich. Ich laufe gerade auf dieser Stelle rum. Hier oben rechts seht ihr den Namen? Neuborkia. Und unten rechts Johto. Ja. Yeah. Ich glaube, jetzt haben wir es alle verstanden, Mike. Was gibt's denn, Mom? Oh, Mike, unser Nachbar, Professor Lind, hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Jetzt kannst du endlich wieder Skype benutzen. Da hast du ihn. Pokécom erhalten. Pokémon-Com oder einfach nur Pokécom. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube Samstag. Ich sag mal Samstag. Man kann es, soweit ich weiß, auch ändern, aber ich weiß es jetzt nicht. Macht's auf jeden Fall richtig. Ich weiß es nicht. Es müsste Samstag sein. Samstag, oder? Ja. Haben wir Sommerzeit? Es ist ziemlich warm draußen. Ich würde mal sagen, ja. Okay, 5.37 Uhr. Also es ist eigentlich 8.30 Uhr, aber egal. Ich habe ja gesagt, dass sich das gleich ändert. PM, also nachmittags. PM ist nachmittags und AM ist vormittags. SZ, ich glaube, das soll Sommerzeit heißen. In Ordnung? Yep. Geh nach Hause, um deine Uhr auf SZ oder WZ, also Winterzeit, einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon, also über Skype Bescheid? Ja, aber erzähl trotzdem mal. Ich werde die Anleitung lesen. Schalte den Pokécom ein und wähle das Telefonsymbol an. Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Oh ja. Ja, na gut. In dieser in den alten Originalen, also was wir gerade spielen, ist der Pokécom noch ein bisschen wenig developed. Also es ist irgendwie Beta Skype oder so. Ist auch nicht, auf jeden Fall nicht so gut, wie es in den Remakes ist. Weil in den Remakes kann man nämlich jeden einzelnen adden. Und hier nur ein paar. Mama Spezialität! Zinnober-Vulkanburger. Lecker. Habe ich jetzt Bock drauf. Die Spüle ist fleckenlos rein. So wie es Mama mag. Toll. Mal sehen, was da im Kühlschrank zu finden ist. Tafelwasser und leckere Limonade. Boah, jetzt machst du mich aber durstig, du. Und hungrig. Im Fernsehen läuft ein Film. Zwei Jungen fahren mit dem Zug unter einem Himmel voller Sterne. Ich sollte mich auch besser auf den Weg machen. Ja, bin ich auch der Meinung. Professor Lind wartet auf dich. Beeile dich, Baby. Baby? Hat die mich gerade Baby genannt? Oh Gott, schnell weg hier. Das hier ist Neuborkia. Wie es leibt und lebt. Ist es nicht schön? Also ich find's schön. Und nostalgisch. Haus von Mike, ja, es ist mein Haus. Ja, den Jog werde ich in jedem einzelnen Display bringen. Yo, Mike. Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Was? Da wollen wir doch gleich mal vorbeischauen, oder? Und ja, ich werde mit allem reden. Ich möchte alles gerne zeigen. Dafür, dass das kein Catch-em-all-Display wird. Neuborkia, ja. Die Stadt, in der der Wind der Erneuerung weht. Wow, dein Pokécom ist beeindruckend. Hast du den von Mama bekommen? Oh ja, den habe ich von Mama bekommen. Pikachu ist ein entwickeltes Pokémon. Professor Linds Entdeckungen sind wirklich erstaunlich. Er ist berühmt für seine Forschungen auf dem Gebiet der Pokémon-Evolution. Ich wünschte, ich wäre ein Forscher wie er. Tja, ist alles möglich.
Pokémon-Magazine, Pokémon-Freund, Pokémon-Handbuch, Pokémon-Schaubild. Und hier ist das gleiche. Okay. Interessant. Ich hatte mal im Fernsehen auch das gleiche und im Radio auch, deshalb rede ich jetzt nicht damit. Ja, in diesem Spiel konnte man noch mit den Gegenständen reden. Anders als bei neueren Spielen. Professor Linz Haus. Moment, was? Moment mal. Im Remake war das Haus aber direkt hier oben nebenan. Oh, ich sehe gerade, das ist ein einziges Haus. Jetzt sind eigentlich zwei Häuser nebeneinander. Beziehungsweise man kann hier so nach oben die Treppen hochgehen. Dann ist er, da wohnt er Lind. Aber haben die im Original wohl anders gehabt? Interessant. Habe ich gar nicht gemerkt. Hi Mike, mein Mann ist immer so beschäftigt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wenn er sich in seine Pokémon-Forschungen vertieft, vergisst er sogar zu essen. Gott, das kann ja nicht gut sein. Kann man eigentlich an seinem PC dran? Pokémon, woher kommen sie? Wohin gehen sie? Warum war noch nie jemand Zeuge der Geburt eines Pokémon? Ich will es wissen. Ich werde mein Leben in den Dienst der Pokémon-Forschung stellen. Dies ist ein Teil von Professor Linds Aufzeichnungen. Ah, ich dachte, das wäre so ein Textdokument. Aber es war eine Aufzeichnung. Ich hätte jetzt Voice Acting können, aber egal. Wenn ich groß bin, helfe ich meinem Papa. Ich werde ein großartiger Pokémon-Professor. Ja, vielleicht. Wir wissen's ja noch nicht. Übrigens spielt dieses Spiel 3 Jahre nach Rot und Blau. Schmeiß ich einfach mal so mittendrin noch mit rein. Können wir eigentlich schon direkt gehen? Warte, Mike! Was hast du vor? Warum spielt diese Musik eigentlich? Es ist gefährlich, wenn du Pokémon das Haus zu verlassen. Auf dem Weg zur nächsten Stadt können jederzeit wilde Pokémon auftauchen. Dann halt nicht. Ey, wer ist das eigentlich da? Lind Pokémon Labor. Ja, da gehen wir gleich rein, aber ich möchte erstmal wissen, was der hier macht. Hallo? Das ist also das berühmte Lind Pokémon Labor. Was starrst du so? Ey, was soll da? Soll ich dir auch mal reintreten? Ja, versuch's doch! Ach, dann nicht. Dann lass ihn doch, machen, was er da will. Guckt er da durchs Fenster, oder wie? Sieht so aus. Spioniert es den Professor. Professor, was ist denn los? Wofür brauchst du mich denn? Mike, da bist du ja! Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Geiler Name, sehr kreativ. Ich bin auch Mr. Pokémon. Ja, vielleicht auch nicht. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Könntest du der Sache nachgehen? Ich gebe dir auch ein Pokémon als Partner. Es ist ein sehr seltenes Pokémon, das wir gerade erst entdeckt haben. Wähle eines aus. Echt jetzt? Erscheint ein wildes Pokémon, lass deine Pokémon dagegen kämpfen. Ich darf mir jetzt wirklich ein Pokémon aussuchen? Ey, wie geil! Mein Spiegelbild. Sieht gut aus. Oh yeah. Das Fenster ist offen. Eine sanfte Brise weht herein. Oh, das hätte ich jetzt auch im Real Life gerne in der Hitze. Ich frage mich, wozu das gut ist. Ich sollte es vielleicht aber nicht anfassen. Das sieht aus wie so eine Heilstation. Ist ein Mülleimer, ist da was drin? Die Verpackung des Snack, den Professor Lind gegessen hat, befindet sich hier. Okay. Aber zwischen welchen 3 Pokémon können wir uns denn entscheiden? Wollen wir doch mal schauen. Ha! Willst du Feurige, das Feuer-Pokémon? Überleg es dir gut. Die Wahl deines Partners ist sehr wichtig. Was haben wir noch? Willst du Kanimani, das Wasser-Pokémon? Oder? Entscheidest du dich für das Evnivir, das Pflanzen-Pokémon? Für die Leute, die es vielleicht noch nicht gecheckt haben an Thumbnail oder links einfach aufs Overlay gucken. Ich entscheide mich für Feurige, den Feuerstarter. Also es gibt in jedem Pokémon-Spiel immer so ein Dreieck. Feuer ist gut, ist effektiv gegen Pflanze. Pflanze ist gut, ist effektiv gegen Wasser. Und Wasser ist effektiv gegen Feuer. Das ist immer so ein Dreieck. Und ist also immer sehr fair, was man nimmt. Man sollte aber immer dran denken,
Also wenn man die Spiele schon kennt, sollte man sich am besten einen Starter aussuchen, der entweder halt gut gegen die Arenen ist, damit du schnell durchkommst oder einfach durchkommst, oder wenn du eine Challenge haben willst, etwas, was nicht so gut gegen die ersten Arenen ist. Willst du Feuer oder Feuer-Pokémon? Yes! Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Mike Helferriegel. Möchtest du Feuerriegel einen Spitznamen geben? Gerne doch. So, und wir werden unser Feuerriegel Flamesack nennen. Weil ich finde, ich habe meinen Feuerriegel immer Flamesack genannt. Viele Viele, die dieses Spiel gespielt haben oder irgendein allgemein Johto-Spiele mit diesen drei Startern, die Feuerriegel genommen haben, haben es meistens Schokoriegel genannt. Aber das werde ich nicht machen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich nenne es Flamesack. Das ist mir irgendwann mal als Kind eingefallen, habe ich mir benutzt. Ich find's einfach cool. Warte, soll ich jetzt mit großem Z? Ich mach's mit kleinem Z. Du, Flamesack. Da ist das K. Muss ich noch mich dran gewöhnen. Aber yeah, da haben wir unser erstes Teammitglied. Mr. Pokémon wohnt in der Nähe von Rosalia City, der nächsten Stadt. Du gelangst fast ohne Umwege dorthin. Ist dein Pokémon verletzt? Solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Ach, das ist eine Heilmaschine. Ah, cool. Ich gebe dir auch meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Mike erhält Linds Nummer. Ich liebe einfach diesen Sound. Mr. Pokémon zieht durch das Land und sucht nach Raritäten. Zu schade, dass er nur unbrauchbares Zeug findet. Mike, ich zähle auf dich. Ja, aber erst richtig losgehen tut es in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich gerne ein Like sehen von euch. Und wenn ihr das Projekt verfolgen möchtet, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer Nachrichten bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Silberne Edition wieder. Haha, haut rein und einen schönen Tag noch.